Ja, meine Erlebnisse aus der Praxis als Schritt 2 für einen erfolgreichen Sprintabbruch. Das kann man in 4 Unterpunkte aufteilen. Erstens, wie häufig kommen denn überhaupt Sprintabbrüche vor? Wer darf überhaupt einen Sprint abbrechen? Was passiert denn so nach einem Sprintabbruch? Und warum wird überhaupt ein Sprint abgebrochen? Zum Ersten, wie häufig kommt ein Sprintabbruch vor? In der Praxis erlebe ich häufig, es wurde noch nie ein Sprint abgebrochen. So nach dem Motto, alles ist gut. Das kann so sein. Das kann prinzipiell auf eine gut funktionierende Produktentwicklung hindeuten. Wenn man aber mal ein bisschen tiefer bohrt, merkt man, dass das häufig ein bisschen oberflächlich ist und dass dem häufig doch nicht so ist, dass das alles so gut funktioniert. Und da gibt es dann wieder die Gründe Tabu und Angst. Und da gibt es auch eine kleine Bemerkung querbezogen im Scrum Guide zu. Da steht, Sprintabbrüche sind zudem oft schmerzhaft für das Scrum-Team. Sie sind eher unüblich. Wenn sie halt mit Tabu und Angst belegt sind, ist es halt schmerzhaft für das Scrum-Team. Und das ist einer der Gründe. Der Sprintabbruch, wenn das so mit Tabu und Angst verbunden ist, wird dann häufig als etwas extrem Negatives empfunden. Man vermeidet so ein bisschen wie die heiße Kartoffel. Ja, man will dieses Eingeständnis des Scheiterns, dass wir den Sprint dann doch nicht hinbekommen haben und dass wir ihn tatsächlich aktiv abbrechen mussten. Da laviert man so ein bisschen drumherum. Das führt manchmal zu so ganz absurden Phänomenen. Man will so ganz krampfhaft den Sprint noch zu Ende bringen, obwohl es gar keinen Sinn mehr macht. Dann, ne? Nur darum es halt nicht zu kommunizieren, dass es eigentlich offiziell besser gewesen wäre, den Sprint abzubrechen dann. Ja, ein erfahrener Scrum Master ist da gefragt oder ein Agile Coach. Der muss einfach im Unternehmen kommunizieren aktiv die legitimen Möglichkeiten rund um diesen Sprintabbruch. Warum haben wir jetzt abgebrochen? Was bedeutet das jetzt hier fürs Unternehmen? Und aktiv, welche Vorteile hat jetzt dieser Sprintabbruch fürs Unternehmen? Also nicht was Negatives, sondern welcher Vorteil ist es dann? Also ich habe jetzt gerade beschrieben, dass ich das eigentlich nie wahrnehme, dass Sprints abgebrochen werden. Wenn ich es mal wahrgenommen habe, dann wird das mit so was ja auch wieder Merkwürdigem begleitet. Ein Projektleiter von so einem Versicherungskonzern hat mir mal gesagt, als wir diesen Sprint abgebrochen haben, da brach hier die Hölle auf. Ne? Ich wurde sofort zum Vorstand zitiert und dann gibt es dann da so diesen Klassiker, den man auch in anderen Kontexten hört dann, jetzt macht ihr gerade seit kurzem Scrum und ihr habt schon Probleme. Ne? Also sowas, man hat das Verständnis noch nicht dazu, dass es halt ein empirisches Modell ist, mit dem man unterwegs ist und mit ganz viel Lernen, Inspect und Adapt einhergeht. Also auch das muss halt ein erfahrener Scrum Master begleiten. Er muss den PO, den Product Owner, er muss das Scrum Team auch schützen. Er muss aktiv die Kommunikation suchen in Richtung Unternehmensleitung, ja, die Bereichsleitung einbinden, die Abteilungsleitung, auch die anderen Abteilungen, die mit dem Scrum Team zusammenarbeiten, was gerade den Sprint abgebrochen hat. Die müssen mit einbezogen werden, die Stakeholder, die möglicherweise betroffen sind. Natürlich aber auch den Kunden, weil der bekommt ja am Ende des Sprints die vorausgesagte Lieferung seines Produktinkrementes nicht dann. Und was wichtig ist, wenn ihr noch junge Scrum Master mit dabei habt, die vielleicht noch nicht so ein Standing haben, dann muss man die bitte als erfahrener Scrum Master oder als Agile Coach, muss man die bitte an die Hand nehmen und auch dabei unterstützen und ihnen dann auch den Mut geben, die Rückendeckung, dass sie diesen Sprintabbruch aktiv begleiten. Kommen wir zu dem Punkt, wer darf denn einen Sprint abbrechen? Auch da gibt es eine konkrete Stelle dazu im Scrum Guide. Da heißt es dazu ist nur der Product Owner berechtigt. Auch wenn er oder sie den Abbruch auf Anraten der Stakeholder, des Entwicklungsteams oder des Scrum Masters vornimmt. Ja, dazu gibt es so ein paar hilfreiche Überlegungen, die man entweder für oder gegen diesen Sprintabbruch denken kann. Eins davon wird begleitet durch das Scrum Guide auch wieder. Das sagt zum Beispiel, Sprintabbrüche verbrauchen Ressourcen.
jetzt in dem Falle, da sich alle Teammitglieder zum Start des neuen Sprintes in einem neuen Sprint-Planning neu finden müssen. Also es wird etwas von Zusatzkosten dort beschrieben. Also diese zusätzlichen Pflichtmeetings oder Pflichtworkshops. Das Review wird benötigt, wenn man mit einem Grooming unterwegs ist, wird wieder ein Grooming benötigt. Es werden diese Sprint-Planning-Meetings benötigt, die Retro ganz aktiv. Man muss also, wenn man dann die Entscheidung dafür getroffen hat oder Überlegungen dazu kommt, man muss über die Vor- und Nachteile eines Sprints ganz klar sich Gedanken machen und vielleicht auf einer Liste aufschreiben, was sind dann die positiven Effekte, was sind die negativen, wie sieht es mit den Kosten aus. Die Kosten, wenn ich den Sprint weiterlaufen lasse, was produziert das langfristig für Kosten, obwohl es ja gar nicht sinnvoll ist, möglicherweise den Sprint weiterlaufen zu lassen. Welche Risiken habe ich, wenn ich ihn weiterlaufen lasse? Welche Risiken habe ich, wenn ich ihn stoppe, wenn ich ihn abbreche? Welche Folgen gibt es insgesamt innerhalb der Produktentwicklung bei weiterlaufen lassen des Sprints, obwohl es ungünstig ist, beziehungsweise bei Abbrechen des Sprints? Ja, dann gibt es eine Überlegung, die so eher pragmatisch mit kurzfristigem Blick ist. Man lässt den Sprint weiterlaufen, aber man nimmt sehr bewusst die, nehmen wir es jetzt über Kosten und Risiken und Folgen, sagen wir mal Schulden dazu, man nimmt ganz bewusst die Schulden in Kauf und kommuniziert die Entscheidung ganz transparent im Unternehmen, warum man diese Schulden bewusst aufgenommen hat. Es gibt vielleicht Aspekte, die dazu führen. Der andere Teil ist, wenn man das Ganze eher langfristig begleitet, unter dem Aspekt Sprintabbruch ist eine Chance zum Lernen, dann wird also tatsächlich der Sprint abgebrochen und man führt dann unmittelbar eine intensive Retro durch mit diesem Fokus dieses Sprintabbruchs, mit der Idee, dass man dort Präventivmaßnahmen für die Zukunft ableitet. Also aktiv lernen aus diesem Umstand dieses Sprintabbruchs. Eine weitere Überlegung hängt mit dem Produkt- und Sprintphasen zusammen, in denen man sich gerade befindet. Ist man gerade so am Anfang einer Produktentwicklung oder ist man schon mittendrin? Das Ganze gibt eine etwas andere Tendenz in der Gewichtung, wenn man einen Sprint abbrechen möchte oder nicht. Ist ein Sprint gleich ein Release? Also sind wir jede Woche oder alle zwei Wochen dabei, wenn der Sprint zu Ende ist, dass das auch sofort ausgeliefert wird, dieses potenziell auslieferbare Produktinkrement? Ist das unsere Release-Betrachtung? Oder haben wir eine Release-Betrachtung, wo einmal im Quartal, einmal im halben Jahr vielleicht released wird und wir haben viele kleine Sprints noch, bis das Release dann irgendwann ausgerollt wird? Auch das gibt eine Tendenz in der Bewertung. Ist das Produkt, die Produktentwicklung schon eher am Ende oder schon in dieser Wartungsphase? Auch das wird dann in die Bewertung einfließen, ob man einen Sprint abbricht oder nicht. Dann gibt es so eine Überlegung, der Sprint dauert meinetwegen 14 Tage. Man ist an dem 13. oder an dem 14. Tag, also kurz vor Ultimo, wo der Sprint sowieso zu Ende wäre. Lohnt es sich dann noch, sinnvoll unter Abwägung von Kosten, Risiken und sonstigen Folgen, den Sprint so kurzfristig abzubrechen? Also so eine Art Spätabbruch der Operation, die man dort gerade mit dem Sprint begleitet. Dritter Punkt in den Überlegungen, was passiert nach einem Sprintabbruch? Erstmal Ruhe bewahren. Ihr werdet merken oder du wirst merken, dass da sehr viel Turbulenzen mit verbunden sind, wenn das noch nicht klar ist, was denn so ein Sprintabbruch genau bedeutet, welche Vorteile ureigentlich in so einem Sprintabbruch drin liegen. Ihr müsst dann unbedingt erklären, was es damit auf sich hat. Das Scrum Guide sagt ja zum Beispiel dazu, Scrum basiert auf der Theorie empirischer Prozesssteuerung. Das muss den Vorständen der Geschäftsführung, der Bereichsleitung, muss erklärt werden, dass es um Inspect and Adapt geht und um dieses Lernen. Das heißt, der Sprintabbruch ist ein ganz aktives Element, ein Feedback-Element von Scrum, ein Lernelement. Und so muss man es begreifen. Wenn ihr dann sagt, wir lernen gerade was aktiv, wir haben gerade eine Chance, etwas toll zu lernen, wir haben ganz aktives Lernen ist es gerade dabei. Wunderbar.
Also diesen Abbruch, diesen Sprintabbruch positiv wahrnehmen, positiv darstellen, in der Anfangsphase womöglich positiv verkaufen. Ne? Also man muss am Anfang auch das erstmal so ein bisschen verkaufen, damit sich das dann auch breit macht. Das heißt, das Scrum Master oder der Product Owner muss entsprechend Produkt Scrum internes Marketing machen, ne, dafür. Ja, und dann geht es natürlich ganz schnell in Richtung Ursachenanalyse. Also es gibt diese eben zitierte direkte Retro danach. Es wird mal ganz aktiv der Finger in die Wunde gelegt. Bitte ehrlich und aufrichtig und den beteiligten Personen gegenüber sehr wertschätzend. Es gibt, die Retro ist nicht gedacht als Blaming-Veranstaltung. Es wird also nicht irgendwie mit Fingerpointing eine Person als Schuldiger an die Wand gestellt, sondern der Fokus ist das System, in dem man unterwegs ist, mit Scrum, mit der Organisation, mit den Prozessen, die dort, und da auf diese Art wird der Fokus oder die Finger in die Wunde gelegt, um zu sehen, wie man sich dann dort optimieren kann. Was passiert noch? Die ganzen Meeting- und Workshop-Artefakte, die werden in einer kurzen, prägnanten Form abgespult. Also es gibt das Scrum-Review. Da sagt das Scrum-Guide dann zu, wenn ein Sprint abgebrochen wird, werden alle abgeschlossenen und bereits mit dann gekennzeichneten Produkt-Backlog-Einträge, die werden begutachtet. Dafür ist das Sprint-Review notwendig oder zuständig. Und wenn sich dann dabei herausstellt, dass ein Teil der Arbeit potenziell auch auslieferbar ist, wird sie von dem Product Owner meistens halt dann abgenommen und dann auf die Reise in Richtung Kunden geschickt. Ein anderer Teil sind die Scrum Plannings, also entweder das Grooming oder die anderen Planning Meetings und Workshops. Da sagt das Scrum Guide dann zu, alle unvollständigen Product Backlog Einträge werden neu geschätzt und wieder in das Product Backlog aufgenommen. Die bislang daran geleistete Arbeit, heißt es weiter, verliert schnell an Wert. Daher müssen diese Einträge häufiger neu geschätzt werden. Also auch ein Aspekt. Was man dann überlegen sollte, ist die sogenannten Sprint-Kadenzen, der Rhythmus, in dem man unterwegs ist. Es gibt vielleicht parallel sprintende Teams, wenn man mit mehreren Teams unterwegs ist. Man hat sich da vielleicht auf so einen synchronen Sprint-Rhythmus geeinigt. Jetzt brechen wir gerade unseren Sprint ab, das heißt, wir verkürzen den irgendwie und dann gibt es ja noch den Rest, bis der Sprint offiziell dann zu Ende sein sollte. Was macht man mit diesem Rest? Will man wieder in diese Synchronität kommen? Vermutlich ja, gibt es viele Argumente für. Dann würde man vielleicht so einen kurzen Zwischensprint einschieben, mit dem man so einen ganz kleinen Teil noch organisiert in Richtung Produktentwicklung und Wertschöpfung für den Kunden. Muss man überlegen, wie man dann damit umgeht. Kommen wir zum vierten Teil hier des zweiten Schrittes. Warum wird ein Sprint überhaupt abgebrochen? Da gibt es natürlich viele, viele Gründe zu. Zunächst einmal muss man das Ganze auch wieder in so einen Rahmen geben. Ein Sprint ist in Scrum geschützt. Das heißt, da gibt es alle Kraft voraus in Richtung Sprintziel, um den Business Value zu erzielen im Rahmen der Produktentwicklung, um dem Kunden die Wertschöpfung zu ermöglichen. Das heißt, dieses Sprintziel ist so eine Art Sinnstiftung, weshalb genau diese Stories entsprechend hoch priorisiert worden sind über Business Values, Risk Values, sonstige Elemente, damit man sie halt für den Kunden entwickeln kann und das Ergebnis des Sprints dann ermöglicht wird. Und wenn dieses Sprintziel nicht gegeben ist, dann wird einfach der Sprint abgebrochen. Nochmal Augenzwinkern. Ich habe ja hin und wieder in den Sprechstunden mal so ein Augenzwinkern in Richtung Medizin gemacht. Man spricht beim Sprintabbruch auch von einer Operationsabbruch. Und einem Sprintabbruch gehen normalerweise agile Komplikationen voraus. Was sagt der Scrum Guide dazu? Ein Sprint wird abgebrochen, wenn sein Sprintziel obsolet ist. Das heißt, hier wird ganz konkret der Sprintabbruch mit dem Sprintziel verknüpft. Das Sprintziel selber wird auch, gibt es ein eigenes Kapitel zu im Scrum Guide und wird auch an vielen, vielen Stellen entsprechend referenziert. Also Sprintabbruch und Sprintziel ist eine ganz enge Einheit. Ich habe in meinem Buffy-Blog da auch mal einen Artikel zugeschrieben.
Ich werde dir mal den Beipackzettel hier reingeben dann. Ja, wie geht es dann weiter im Scrum Guide? Das kann aber nur dann vorkommen, wenn erstens das Unternehmen seine Zielrichtung wechselt oder wenn sich die Marktrahmenbedingungen geändert haben oder wenn die technologischen Rahmenbedingungen sich geändert haben. Ja, aber das sind alles drei Aspekte, die werden halt, die können in der Theorie auftauchen, habe ich bisher eigentlich nicht wahrgenommen. Wenn Sie bei einer gelebten, aktiven Kommunikation im Unternehmen auftreten sollten, diese drei Aspekte, dann führt das, ich habe es noch nicht wahrgenommen, aber nicht zum Sprintabbruch, weil der Sprint ist in der Regel so kurz, da würde man den Sprint vermutlich gar nicht erst starten. Das Scrum Guide ergänzt noch dazu, allerdings macht der Abbruch bei der kurzen Dauer der Sprints auch selten Sinn. Wir sind ja hier in dieser Phase von bis zu 30 Tagen. Wir haben Sprints mit Eintageslänge. Mit ein Wochen sind inzwischen so häufig wahrzunehmende Sprintlängen. Und da können sich diese langsamen, technologischen, marktgegebenen, unternehmerischen Rahmenbedingungen eigentlich kaum so schnell ändern. Kann aber passieren, sicherlich. Ja, weiter heißt es, in der Regel sollte ein Sprint dann abgebrochen werden, wenn die Fortführung unter den gegenwärtigen Umständen keinen Sinn mehr macht. Da kann man natürlich jetzt alles Mögliche reininterpretieren. Was ich wahrnehme ist, es gibt immer wieder die Situation, dass es einfach kein konkretes Sprintziel gibt. Also ein Sprintziel, wo auch ein Business Value mit verbunden ist, wo Risiken betrachtet werden, wo wir Risiken vermeiden möchten oder wo wir Risiken minimieren möchten, gibt es ganz häufig nicht. Es gibt ganz häufig kein sinnvolles Sprintziel. Was man so erlebt ist, ja, die nächsten 5 Backlog-Items, 1, 2, 3, 4, 5, kommt, macht die ein, wir müssen eh gemacht werden. Das ist kein sinnvolles Sprintziel. Also wenn es insgesamt kein Sprintziel gibt, an dem man Störungen oder Komplikationen eines Sprints irgendwie einordnen kann oder man kann sie messen oder man kann die Entscheidung dann darüber herleiten. Dann gibt es so eine Situation, dass plötzlich ganz wichtige andere Stories reinkommen, während dieser kurzen Sprintphase wohlgemerkt. Die können ja reinkommen, aber dann ist dieser geschützte Sprint und dann soll auch noch eine wichtige Story plötzlich mal reinkommen. Kann passieren, kann man nicht ausschließen, aber dann muss man halt, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass sie so wichtig ist, dann sollte man überlegen, ist die immer noch im Sinne des Sprintziels zu vereinbaren? Trägt die noch zum Sprintziel bei? Und was ist denn für eine Story, die dann hinten rausfällt? Wir wollen dem Team ja nicht permanent Mehrarbeit auflassen, sondern es soll in der normalen Geschwindigkeit abgearbeitet werden können. Muss man überlegen, ob die wirklich so wichtig ist dann. Dann gibt es so Komplikationsfälle, dass einfach ein Bug reinkommt, aber so ein Showstopper-Bug, nicht so ein Feldwald- und Wiesen-Bug, der Prio 2, Prio 3 oder sonst irgendwas hat, Prio 5, dass ein Button plötzlich von hellrosa auf dunkelrosa eingefärbt werden sollte. Es gibt allerdings ganz viele Projekte draußen in der Welt, wo gerade das Thema Bug, ich hatte es eben in der Einleitung ganz früh gesagt, dass das Thema Bug und Sprintabbruch ganz eng beieinander hängt. Also man versucht dann so eine Schattenwirtschaft. Wir wollen also 20% oder 30% noch für Bugs reservieren, weil die halt immer reinkommen. Ne? Also da muss man an anderer Stelle, muss man da gucken, wie man das, den gesamten Produktentwicklungsprozess, wie man den verbessert. Ein weiterer Punkt, den man in der Praxis draußen erlebt, ist, dass die Story sich einfach als viel, viel komplexer herausstellt, als man mit den Informationen im Grooming, die der PO uns gegeben hat, oder in den Sprint-Plannings, die da erkennbar waren. Dann, ne? Man merkt irgendwann mal vielleicht, dass diese Story einfach so in dem Sprint fachlich nicht umsetzbar ist. Man merkt eventuell auf Seiten des Entwicklungsteams, dass die Story technisch einfach nicht umsetzbar ist. Ne? Man ist da überrascht worden dann. Sie macht also irgendwie im Sinne des Sprintziels keinen Sinn, mehr zu Ende zu bringen, auch nicht halb gar zu Ende zu bringen oder die Definition of Done, die ist vielleicht nicht erreichbar oder erfüllbar. Das ist ein möglicher Punkt, warum dann die Story, die hereinkommt, die so komplex geworden ist, scheinbar, und dem Sprintziel zugeordnet war,
wenn das nicht klappt, dann bricht mein Sprint halt ab. Dann sieht man immer wieder, dass Stories im Sprint aufgenommen werden, obwohl die noch abhängig von etwas anderem sind. Von entweder einer internen Zulieferung oder Zuarbeit oder von einem externen Zulieferer. Die werden dann schon mal in den Sprint mit übernommen als eine abzuarbeitende Story. Sie ist dann auch sprintzielrelevant. Ja, man merkt plötzlich, dass die Zulieferung nicht erfolgt. Ne? Krankheit, was weiß ich, gibt tausend Gründe, warum die Story dann, die Zulieferung doch nicht erfolgt ist. Es ist so ein Lotteriespiel, ne? So eine Story reinzunehmen und dann zu hoffen, wenn die Story dann im Laufe des Sprints dann drankommt, dass dann diese Zulieferung erfolgt ist. Also besser sollte man sie nicht reinnehmen. Man kann das Ganze vielleicht mit so einer Definition of Ready begleiten. So ganz einfach, da so ein Haken dran ist, die Zulieferung auch erfolgt dann. Dann gibt es eine Sprint-Komplikation oder eine Störung über ganz normale Mitarbeiterabwesenheit. Also der Mitarbeiter kann ganz klar krank sein, wird aber von seinen Skills her benötigt oder wird von seiner Manpower her benötigt. Dann die Mitarbeiterabwesenheit, weil er plötzlich in ein anderes wichtiges Projekt abberufen wird und uns dann fehlt im Rahmen seiner Skills und seiner Manpower. Man müsste da mit dem Scrum Master mal so eruieren, warum erfolgt denn diese Abberufung in das andere Projekt, hat es halt mehr Management Attention als unser aktuelles Projekt, unserem Sprintzyklus dann. Wie sieht es da mit dem Business Value, unser eigener Business Value aus? Wie sieht der Business Value dieses anderen Projektes aus, wo der Kollege hin wegberufen worden ist? Das kann man machen, wenn man es transparent und klar kommuniziert, weil es hat letztendlich irgendwie eine Signalwirkung. Ne? Also eine positive für den Mitarbeiter, eventuell, wenn er in so ein besonderes Leuchtturmprojekt weggezogen wird. Aber für das Team, von dem er abgezogen wird, hat es dann eine negative Signalwirkung. Man muss das transparent kommunizieren, man kann es bestimmt erklären. Man erlebt natürlich in der Praxis häufig, dass das nicht erklärt wird. Und dann kommt diese Flurfunkgeschichte, viel wird interpretiert und viel Missmut und Demotivation folgt dann. Ein Aspekt einer Komplikation für so einen Sprintabbruch ist die Sprintlänge. Da kann man so als Pi mal Daumenregel sagen, je länger der Sprint läuft, also ein 4-Wochen-Sprint, hat eine größere Gefahr, abgebrochen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach größer. Wenn ich einen kurzen Sprint habe, dann kann das, was zusätzlich reinkommen mag, vielleicht noch 2-3 Tage warten, bis es dann drankommt. Wenn ich aber 30 Tage lang sprinte, dann habe ich statistisch mit einem halben Sprint im statistischen Mittelwert habe ich fast 45 Tage, bis dann meine neue Story, mein Bug und so weiter überhaupt mal angepackt werden kann. Bei einem kurzen Sprint ist diese Gefahr entsprechend kürzer. Wir haben Tagessprints, da ist diese Gefahr fast, es geht gegen null, kann man eigentlich sagen. Ich habe es bisher nur einmal, zweimal vielleicht erlebt, dass auch bei einem Tagessprint dieser Tagessprint noch abgebrochen wurde. Da stand einfach das komplette System still. Ne? Und man brauchte alle Manpower, um diesen Fehler einzukreisen, zu beseitigen und den Wiederanlauf des Systems zu gewährleisten. Ne? Das ist, also ich glaube, zweimal ist es bisher vorgekommen. Wenn so eine problematische Story überlegt wird, den Sprint abzubrechen, kann man dann überlegen, ist diese Story überhaupt eine Story, die zum Sprintziel gehört? Es gibt immer wieder sogenannte Füllstories, die einfach mal so als Nice-to-have-Story mit hineingereicht werden. So nach dem Motto, wenn ihr wieder erwachend sehr schnell durch den Sprint durchkommt und habt hinten noch Luft, dann habt ihr schon mal ein, zwei Nice-to-have-Stories, die vermutlich dann im nächsten Sprint sowieso herangekommen wären, aber sie haben mit dem eigentlichen Sprintziel nichts zu tun. Und wenn diese Story dann halt doch nicht umgesetzt werden kann, dann führt dieses natürlich nicht zu einem Sprintabbruch. Ja, und viele, viele weitere Schritte mehr kann man sich überlegen dann, warum es dann dazu kommt.